meistens mit einer Schere ab, alles gut abwaschen und dann immer portionsweise schön einvakuumieren. Die Filets, die haben wir ja gesehen, die Filets, die sind schon super sauber, keine einzige Gräte drin, kann man so direkt im Prinzip würzen und auf den Grill schmeißen. Heute machen wir was ganz Spezielles und der ein oder andere Fuchs sieht es schon, wenn man hier einen Messerschleifer braucht und hier vielleicht eine kleine Auswahl an Messern und spätestens an dem Messer erkennt schon fast jeder, was wir heute machen. Ich sag's mal so, wir waren erfolgreich und hier in dem kleinen Schnuppenbeutelchen befindet sich ein Fisch. So, und da viele, ja, Berührungsängste haben, ich sage jetzt mal größere Fische zu filetieren oder was, zeige ich euch heute was, wie das, soll man sagen, ganz easy geht und ja, wie man nicht so viel Verlust hat. Lasst euch überraschen, kommt gleich. Jetzt erstmal Meerkandidat. Es ist ja allzeit bekannt, bei den Grillkanälen, sobald es ja, Gemüse gibt oder es gibt Fisch, stürzen die Abozahlen ab. Ist mir aber egal, aus dem einfachen Grund, das gehört genauso dazu zum Grillen, auch mal Fisch zu grillen oder auch mal Fisch zu zerlegen. Das gehört genauso dazu wie hier ja, mal ein Ribeye oder ein Tomahawk. Ne? Nur das, wie gesagt, mir ist das egal, auch wenn jetzt hier und so wurscht. Nächste ist, das hier ist ein schöner Wels oder auch Waller. So, ja, einen guten Meter, ein bisschen über einen Meter hat er gehabt und den haben wir gefangen und jetzt machen wir ganz einfach eins. Wir waschen uns als allererstes mal wieder die Hände und dann hole ich euch näher ran. Dann nehmen wir erst das Messer, ja egal, nehmen wir zuerst das Messer und schneiden uns gerade Schwanzstegs runter. Zeige ich euch, wenn ihr näher dran seid. Das ist bloß das Stück hier vom Weidloch, oder auch Bobbes genannt, von hier im Prinzip bis hier. Dieses Filet, rechts wie links, das schneiden wir uns runter. Das ist zu 100% grätenfrei. Und dann kommt's. Dann schneiden wir uns hier vom Kopf hier rüber, schneiden wir uns ein mit dem normalen Messer und schneiden uns so 3 cm Steaks runter. Welssteaks, auch nicht zu verachten, genauso wie Welsfilet. Die Haut auf jeden Fall dran lassen, aber wie gesagt, das seht ihr jetzt alles. Machen wir nochmal die Batzen sauber. Ihr kommt näher ran und dann, ja, dann geht es auch schon los. Schnappen wir uns einfach das Messer. Ganz wichtig. Scharf muss es sein. Dann nehmen wir uns den Kerl. Wie gesagt, in Höhe des Weidlochs. Also quasi hier. Schneide mal hier hin. Bisschen auf und dann merken wir, dass wir über den Gräten sind. Stechen wir mit dem Messer einfach nach vorne, zack, und dann auf den Gräten. Ja, na komm her. Ein bisschen hochfahren, so auf den Gräten. Einfach nach hinten. So. Dann schneiden wir uns das Filet. Filet Nummer 1. Wo hängen wir? So, ein wunderbares Filet. Hier schneiden wir uns natürlich die Flosse dann noch hier weg. Ja. Filet Nummer 1, das ist ein, wie gesagt, ein Schwanzfilet, weil hier die Brustgräten mit drin sitzen und hier sitzen keine Brustgräten, können ja nicht. So, dann nehmen wir uns den ganzen Kerl und drehen den rum und das gleiche Spiel halt so rum, das gleiche Spiel in grün, das gleiche Spiel in grün,
immer so einen Lappen. So ein Lappen ist Gold wert. Geh her. So ein Lappen ist Gold wert. Bremst die Sache. Jetzt haben wir vorher haben wir Kirschtürmer da wieder mit. So. Die Kater guckt ganz brav zu. Und könnt jetzt hier so auf der Wirbelsäule rumgurken. Macht ja irgendwo keinen Sinn. Dann nehme ich dann immer lieben gern das Messer. So. Schön aufgestellt. So. Und das reicht dann schon, um dass das abknackt. Ist nicht, ich sag jetzt mal, jedermanns Art. Aber die schnellste und effektivste Art. Das könnte man sich schön jetzt für irgendeinen Fischfond, irgendeine Fischsuppe, könnte man sich das auskochen. Wie man jetzt gesehen hat, ist hier ja, der Grätenstrang. Und da braucht man schon was Solides. Da kann man mit dem hier schön anfangen. Immer bis zur Mitte. Mal her, du. Immer bis zur Mitte. Und kann dann so, gucken, dass man den schön hält. Immer so. Bis das man in der Mitte angelangt ist. Einmal die Seite. Gleich schneiden wir das von der anderen Seite auch noch. Dann die Seite. Vorne das Stück, das schneiden wir dann separat. Nehmen wir uns den Kerl. Den sehen wir ja. Überall hier ist geschnitten. Und schneiden einmal komplett in dem Verlauf bis runter. Die zwicken wir uns später ab. So, drehen uns den ganzen Kerl nochmal. So. Und immer wieder gut festhalten. Variante, um das durchzubringen. Da fallen schon die Kuttler runter. So, und dann haben wir jetzt nach ein bisschen Mühe so ein schönes Welssteak. Dann hat man das erste schöne Welssteak. Das packen wir uns gleich hier in die Gastroschale rein, bevor es der Kater holt. Wobei der nicht so wirklich auf Fisch steht, habe ich festgestellt. So. Das nächste schöne Welssteak, müssen wir halt noch ein bisschen rausputzen. War jetzt im Prinzip kein Hexenwerk. Das mit der Wirbelsäule durchknacken, das ist ein bisschen ein Kraftakt, wenn man sich hier anguckt, das ist die Wirbelsäule und das muss man halt durchhacken. Wenn man ein Beilchen hat, geht es natürlich viel, viel einfacher. Oben habe ich eins, aber wie gesagt, normalerweise sind die Wälze immer ein bisschen kleiner, da klappt das wunderbar mit dem Messer. So, jetzt macht man nur eins, jetzt macht man sich die Filets hier einfach nur schön sauber, gut abwaschen. Die Flosse, die schneide ich meistens mit einer Schere ab. Alles gut abwaschen und dann immer portionsweise schön einvakuumieren. Die Filets, die haben wir ja gesehen, die Filets, die sind schon super sauber. Keine einzige Gräte drin. Kann man so direkt im Prinzip würzen und auf den Grill schmeißen. Die Haut lasse ich immer dran. Das wirkt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, wie Backpapier. Das kann man schön dran lassen, passiert überhaupt nichts. Den Schwanz, den werde ich mir jetzt noch zweimal durchschneiden, wenn das nächste Mal, wird eingefroren, wenn das nächste Mal eine Fischsuppe oder sowas ansteht. Oder ich mir ein Fond irgendwas kochen will. Und dann, ja, dann habe ich hier schon mal ein Grundmaterial. Den Kopf, da schneiden wir jetzt noch die Backen raus, rechts und links. Und hier ist auch noch alles voll Fleisch. Das schneide ich hier auch noch so schräg raus. Und der Rest fliegt dann in den Mülleimer. So. Und wie gesagt, war jetzt kein Hexenwerk. Das war jetzt circa 1 Meter Wels. Und ich würde sagen, da werden auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute allein mit dem Steak satt. Und dann haben wir noch 2 schöne Filets. Also so einem richtig schönen Grillabend steht da echt nichts im Wege. In diesem Sinne, bis zum nächsten Freitag. Das habe ich. Ja.
Fängt ja super an. Kann ich gerade auch gerne spülen. Ach, Mist, Freunde. Freunde.